Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Wir starten jetzt schon hier, damit ich noch ein klein bisschen, solange wir die anderen auf Ready klicken kann, hier im Blutnetz rumstöbern kann. Und da holen wir uns schnell noch die getrübte Münze, damit wir die nächste Stufe freischalten. Level 3. Gibt keinen neuen Text diesmal. Holen wir uns erstmal wieder die Geheimkiste. Taschenlampe, wow. Hatten wir jetzt ja schon mehr als genug. Breitlinse. Gehen gleich mal nach oben. Reagenzglas, das brauche ich auch nicht. Jetzt wird's wichtig. Karte! Seltenes Item. 20 Sekunden Gebrauchsdauer. Beginnt mit 1 automatisch zu verfolgenden Generator. Werde ich mir beim nächsten Mal nochmal durchlesen, was das genau bedeutet. Und es gibt Opfergaben. Und zwar eine seltenere Opfergabe sogar. Ich weiß nur nicht von wem. Ob von uns oder vom Killer. Das werden wir aber noch frühzeitig herausfinden. Vorerst schauen wir mal, wie wir uns diesmal schlagen werden. Ich bin ja mal gespannt. Beim letzten Mal wurden wir leider ziemlich früh erwischt. Davor sind wir allerdings dreimal in Folge entkommen. Wenn ich die Leggy-Parts mal mitzähle. Wie gesagt, wahrscheinlich habe ich die zu einem Part zusammengeschnitten, das weiß ich noch nicht. Ich habe bislang noch keinen einzigen Part hiervon veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, weil ich nehme das immer noch an dem Tag auf, an dem es das erste Mal funktioniert hat. So, und mal schauen, wo ist der erste Generator von mir aus? Ich höre keine Kettensäge, ich höre keine Glocke. Das heißt, wir könnten gegen den Fallensteller spielen. Da hinten was gesehen. Da hat, glaube ich, gerade einer von uns verkackt. Den Generator zu aktivieren. Und ich glaube, hier ist schon einer dran. Also lassen wir den mal. Ich habe Angst, dass ich es verkacken tue. Und suche den nächsten. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass ich keine Glocken gehört habe, dass nicht der Geist ist. Und ich deswegen, solange wie ich kein Herzpuffen höre, auch keine Angst haben brauche. Er war kurz in der Nähe. Bitte lauf dahin. Ich glaube, er hat ihn zu mir gelockt. Er hat ihn zu mir gelockt! Da bin ich die ganze Zeit vor dem Typen versteckt. Und dann lockt mich mein Teammate, den Killer, zu mir. Boah, wir werden wieder als Erstes sterben. Sorry. Es tut mir leid. War das derselbe, der den auch zu mir gelockt hat? Und nee, jetzt hat er den anderen sogar komplett.
Und der hängt. Der jetzt hängt, sollten wir hier aber eigentlich in Ruhe was machen können. Vielleicht doch nicht. Der zweite hängt! Der dritte hängt hier mit mir! Was ist denn das für ein Killer? Das ist der erste Killer, den ich gesehen habe, der sich nicht um die Leute am Haken kümmert. Und der wird damit erfolgreich! Was macht unser letzter Typ? Was macht unser letzter Typ? Rette die! Rette die! Rette die! Ja! Okay. Okay. Ja, er weiß jetzt, dass die beiden zu dem rennen werden. Und lauft. 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 Kommt zu mir. Er hat gerade einen neuen. Er hat gerade einen neuen. Er hat gerade einen neuen. Ihr könnt mich retten. Ihr könnt mich retten. Er hat gerade wen anders. Okay. Es ist also nicht von Erfolg gekrönt. Oh, jetzt rennt der auch noch. Das ist nicht gut. Er kommt genau auf uns zu. Er ist gerade an uns vorbeigelaufen. Okay, das kann man wohl auch verkacken. Nein, der andere ist in die Falle gerannt. Also die Frage ist, wird jetzt den hier bekämpfen oder wieder nicht? Der ist auch schon tot. Scheiße. Ach nee, doch nicht. Ich hätte nicht das war der andere. Ich habe, wie gesagt, das mit den Haken mal gegoogelt. Wenn man das erste Mal am Haken hängt, hat man die Chance, sich zu befreien. Das ist aber nur eine 5-10% Chance. Wenn man das zweite Mal am Haken hängt, kann man nur noch verzögern, indem man da halt dieses, ihr wisst schon, ich glaube im Englischen heißt das Wiggeln. Ja, nee, ist das Wiggeln, wenn man auf dem drauf hängt, ne? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst schon, dieses Kämpfen. Okay, das wird auch unser zweiter Hakenaufenthalt. Ich habe die Luke gesehen, ich habe die Luke gesehen, ich habe die Luke gesehen. Aber die werde ich nicht mehr erreichen. Shit! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Das hört sich bestimmt nicht schön an auf der Aufnahme, aber da vorne ist auch schon der Haken. Ich kann aufhören. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja, und jetzt kämpft er hier, weil er weiß, dass noch einer lebt. Und der alleine zwei Dingens nicht finden wird. Hoffentlich hat er die Luke gesehen. Das ist der erste.
Jäger, den ich treffe, der echt gut ist. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat immer gewusst, wo wir waren. Egal, was wir gemacht haben, er ist immer genau dahin gekommen, wo wir waren. Pass auf, da ist eine Falle. Ja, gut. Du siehst die Luke, ne? Du siehst die Luke? Du siehst die Luke? Du siehst die Luke, oder? Da ist dann das dritte Mal Haken und damit auch sofort der Tod. Aber er hat die Luke gesehen, hoffentlich. Ich hoffe, er hat die Luke gesehen, dann kann er entkommen. Der ist echt gut, der Killer. Der ist echt der beste Killer, gegen den ich bislang gespielt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gegen die Luke sollte er eigentlich nichts tun können. Deswegen, ich hoffe, der Letzte kriegt die. Ich hoffe, er hat das gesehen. Er ist dreimal rübergelaufen. Er versteckt sich im Schrank. Du weißt, wo die Luke ist. Lauf einfach zur Luke. Lauf einfach zur Luke. Du schaffst das. Ich vertraue auf dich. Ich hoffe, das ist beim Jäger nicht auch so buggy, dass er daneben steht. Ansonsten wäre das ziemlich scheiße. Gut. Du weißt, wo die Luke ist. Du weißt, wo die Luke ist. Bitte, bitte sag mir, dass du weißt, wo die Luke ist. Bitte sag mir, dass du das gemerkt hast. Da, wo ich aufgehängt wurde. Ich weiß gerade aus einer Perspektive nicht, wo er langgelaufen ist, weil hier sieht alles relativ gleich aus mit den Dingern. Aber da müsste sie sein, oder? Sag mir nicht, dass du nicht weißt, wo die Luke ist. Du bist da dreimal drüber gelaufen. Komm schon, Junge. Du weißt es. Da links, oder? Nee, wo war denn der Haken, wo er mich aufgehängt hat? Er weiß es nicht. Oder? Es sieht alles gleich aus. Ich hoffe, er hat sich gemerkt, wo er langgelaufen ist. Du kannst nicht... Oh Gott, der ist neu. Der ist neu. Der kennt das nicht. Er ist 3-4 Mal über die Luke gelaufen, ist auf der Luke stehen geblieben. Aber weiß nicht, dass das die Luke ist, dass er dadurch raus kann. Oh nee. Er hat jetzt versucht, das Tor aufzumachen, was erst aufgeht, wenn alle Generatoren an sind. Also der wird das nicht kennen. Der wird die Luke nicht kennen. Oh. Was willst du denn hier unten? Was bringt dir das denn? Du bist gerannt. Der ist neu. Du bist hier runter gerannt. Der sieht deine Fußspuren. Du bist bis zum Schrank gerannt. Der verfolgt jetzt deine Fußspuren bis zum Schrank, wenn er die einmal sieht. Und dann bist du tot. Du kannst nur hoffen, dass er die Fußspuren nicht sieht. Oder hofft, dass die Fußspuren nach draußen führen. Oh, das ist so bitter. Wenn der dreimal, viermal, fünfmal über die Luke läuft und sogar auf der Luke drauf stehen bleibt. Und nicht weiß, dass er die benutzen kann. Ich würde ihn dir gönnen, weil er mich halt vom Haken geholt hat. Und sogar noch stehen geblieben ist, obwohl er wusste, da hat man auch schon gemerkt, dass er neu ist und das nicht kennt. Weil er hätte halt ahnen können, dass ich beim dritten Mal instant tot bin, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung im Spiel hat. Und da gar nicht mehr stehen bleiben müsste und deswegen auch diese Verfolgungsjagd dann gar nicht mehr notwendig gewesen wäre. Naja. Dann warten wir noch eine halbe Stunde, bis er da endlich rauskommt. Das ist wieder so typisch. Das kenne ich selber. Stehst du dreiviertel Stunde in dem Schrank, kein einziges Mal kommt Herzbruch und in der Sekunde, in der du rauskommst, geht's wieder los. Jetzt lauf bitte nicht zu früh über die Luke. Ich meine, da war auch ein Generator in der Nähe. Du kannst das nicht benutzen.
tut mir echt leid, aber du kannst es nicht benutzen. Na, der wird sterben. Er kennt sich halt nicht aus. Er kennt es nicht. Kann man ihm ja auch keinen Vorwurf drüber machen, dass er es nicht kennt, weil jeder fängt mal an. Aber es ist halt bitter zum Zuschauen. Wenn man weiß, dass er lange Zeit auf der Luke draufgestanden hat und die dann nicht benutzt. Das kann sich jetzt noch ein bisschen hinziehen hier. Entweder er stolpert durch ganz viel Zufälle über die Luke oder über den Killer. Wobei der Killer die Luke eigentlich auch gesehen haben müsste. Wahrscheinlich wird er die bekämpfen. Ein bisschen. Weil der Killer hat ihn und mich über die Luke hinweg verfolgt. Kisten öffnet er auch nicht. Jetzt repariert er den Generator. Ich hätte jetzt vom Namen eher Spanier gedacht, aber scheint ein Franzose zu sein. Zumindest hat das Spiel auf Französisch gestellt. Jetzt läuft er den Killer sogar fast in die Arme. Oh, das war's. Hört sich nicht nach Escaped an, muss ich sagen. Es läuft dem wieder entgegen. Ich glaube so ganz... Obwohl, das hat sogar funktioniert. Der läuft so verwirrend. Also eigentlich so unlogisch läuft er. Selbst der Killer damit nicht klarkommt. Aber du hast Fußspuren bis hierhin hinterlassen. Also wenn du dann aufhörst zu rennen, dann solltest du auch langsamer werden. Und nicht dann da stehen bleiben, wo du aufgehört hast zu rennen. Weil bis dahin kann er dich verfolgen. Hört sich immer noch nicht an nach Escaped. Da ist er doch. Wo bleibst du denn jetzt stehen? Oh, na gut. Hast dich wacker geschlagen dafür, dass du mit dem Spiel anscheinend noch nicht so vertraut bist. Du hättest da jetzt auch rechts über das Ding rüberspringen können, dann hätte er dich da auch nicht verfolgen können. Stattdessen läufst du den Weg, den der Killer auch gehen kann. Läufst doch mal gegen die Tür, die nicht aufgeht. Und ja gut, man merkt halt, dass der das Spiel nicht kennt. Schade, der hat halt echt, also das war eigentlich ein Safe-Entkommener. Warum kriege ich sowas eigentlich nicht, wenn ich mal Jäger spiele? Warum kriege ich da nicht solche Gegner? Der ist über die Luke gelaufen, dreimal, und wusste es halt nicht, dass es geht. Aber naja. Schade. Da ist die Folge auch relativ lang geworden, deswegen sage ich an dieser Stelle auch mal direkt, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.